Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einem Angefuchst, der vielleicht ein bisschen länger geht. Mal gucken. Genau. Willkommen zu The Gunk. Ist exklusiv im Microsoft Game Pass. Ich habe extra geguckt, gibt es nichts auf Steam oder sonstiges. Also es ist rein Xbox und PC und Co. Ne? Und The Gunk, da spielen wir eine Rolle einer Dame, die nennt sich Rani. Und sie gehört zu einem tapferen Duo, das auf Weltraumtransporte spezialisiert ist und versucht, auf einem unberührten, unbekannten Planeten zu landen, nimmt halt und da Ressourcen zusammen, um Geld zu verdienen. Ne? Und wie steht's hier? Sie kamen auf der Suche nach wertvollen Ressourcen dorthin und haben offenbar das Große losgezogen. Ich habe die ersten 5 bis 10 Minuten schon reingeguckt. Ich denke mal, dass es ein relativ relaxtes, entspanntes Spiel sein wird. Bis dato sah es ganz gut aus. Wir lassen uns mal einfach überraschen, was hier noch zu finden ist. Ne? Gucken wir mal. Option. Was ich schon gesehen habe, es ist natürlich deutsche Untertitel, englischer Originalton. Das ist halt so scheinbar der Standard in der letzten Zeit nach Lütander. Und dementsprechend, jetzt muss ich mal kurz gucken, genau, da war es. Machen wir mal die Untertitel ein bisschen höher. So. Okay. Gut. Und ja, ich sag mal neues Spiel. Und viel Spaß beim Angefuchst. Namen Flo. Signal's gone, and I'm getting a bellyache just thinking about the fuel expense of landing on this dud. Sure, we thought we'd already be on another delivery job. But that energy spike definitely came from this place, and I'm already geared up back here. All right, all right. Drop point. You secured? All right, hooked up and... Oh, damn it. The power glove's acting up. Again? What'd you use to mend it? Super glue? Super glue? Why not just solder it? Because we're out of zinc for the alloy. I used the last rod to patch up the hydro spanner. No solder rods? No coffee? Only one beer left? Sick of having gruel for lunch. Being poor sucks. All right, here we go. I don't like this weather. I'm pretty sure the ship's insurance won't cover alien storm damage. Hey, our dust bunny's tough. If she could talk, she'd say she wants us to land and go explore. No, you want us to land so you can go explore. One up to you, Captain. Since when am I the captain? We took the loan together. We both have to pay the mortgage. Okay. Das sind wir, Rani. Ja. Und wir haben so einen komischen Arm hier vorne. Erklärt sich später. Wir können noch genauer zielen. Es ist, also was ich bisher gesehen habe, weitestgehend gewaltfrei. Und ja, es ist ein storygetriebener Action-Plattformer in 3D. Und das Setting ist halt sehr interessant. Und wir schauen uns das einfach mal gemeinsam an. Und mal gucken, wie weit, ne? Achso, wir können auch noch hier scannen. Falls wir irgendwas finden, um eben halt gewisse Rohstoffe, Materialien, sowas zum Beispiel da. Hey, here's something. You feel like analyzing some scan data? That's what we're here for. Scan away. Just a basic composite of silicate. No energy reading to speak of. So, we can't sell it? Not unless we find a million of them. Okay. Keinerlei Energie, nicht viel wert. Wait, the signal's back. Weaker though, and I can't get a clear reading.
There's some stuff down here causing interference. Come take a look. What in the world? A blob of gunk. Yeah, that's an apt name for it. Can you scan it without getting too close? I don't know what's in it. Looks like snot. If it is, I don't want to meet the thing that sneezed. Keep your mask on. Seems to be some sort of organic compound. Luckily, I don't think it's snot. You think you can use your glove to clean it up? All right, what do you say, Pumpkin? Can we clean it up? What's up with the radio reception? Ah, wie gesagt, ich drück die Daumen, dass alles ganz schnell wieder vorbei ist. So, wir können RT drücken und jetzt dieses Zeug einsammeln. Und ich mach's jetzt nochmal ein bisschen genauer. Das kommt später. Soweit war ich nämlich schon. Kann man noch ein bisschen genauer ziehen, um das schneller abbauen zu können, das Zeug. Je dichter, umso besser. Wow! It's beautiful. Interesting is what it is. Give me that data. Namen, Karasimo. You sure you didn't get super glue in the scanner? 100%. Why? The pattern kind of looks like the signal we got before, just weaker. If the reading is right, this stuff's got some energy potential. For real? Keep your head screwed on. This puddle's not much to write home about. But if we can find a bigger deposit, I think we should look for a place to land. Sweet! Light the way! So. Da kommen wir nicht durch. Not getting through here. More gunk on the other side of these nasty vines. Oh, guck mal hier, Kristalle. Was ist das hier? Keine wirklich nützliche Energie. If we find more of that substance, our poor days might be over. I could get a garden of my own back home. What would you do? Pay our bills? I meant after that. I know. But I don't dream big until I know it's within my reach. A dream, Bex, is something that's out of our reach. Otherwise, it's called an option. Okay. So düster alles hier, ne? Was ist das hier? Okay. Da möchte man nicht runterfallen. Machen wir nicht. Hier können wir lang springen. Okay. Wow. You okay? Yeah, just some shade. Nothing major. Nee, das ist nix. Nur paule Steine. Okay, da haben wir wieder so ein Zeugs. Ey, da haben wir ja paar Millionen. There's an open space over these cliffs. Can you make it through? Anything for my captain. Enough with the captain thing. This place seems like it's big enough for the bunny, right? Yeah, but I can't take her down until that gunk's gone. Care to clean it up? Oh yeah, it'll be our pleasure. Okay, wir sollen jetzt hier ein bisschen sauber machen, bereinigen. Was ist das hier unten? Entferne den Gang. Nix. Dann ran an die Arbeit. Sieht schon cool aus, ja, dieses Blubberzeugs. I think it's like pollution? Whatever it is, it's messing with my gear. Hurry up and take it away. Ja,
nice when it's gone. Hope it helps with the signal. Oh, das noch schön wegmachen hier. Off this time. You got third. Maybe you should take a look at his code. Yesterday he ran all of my tools through the washing machine. Yeah. That storm was rough, and I don't like the look of that river. I'll run some diagnostics on Bunny just to be safe. Now? I was thinking we could do some exploring together. Avoid the boring stuff, you mean? No, I just thought. I know, Ronnie, but I have to take care of the ship first. Look, I'm running a constant scan for the energy signal. Why don't you remove some more gunk and see if we pick it up again? Okay, if you say so, Cap. Just be careful. Kapitel 2, Signalsuche. Hey. Hey, Kurt. You got served. And a good day to you too, buddy. Was haben wir denn hier im Schiss? Oh, hier ist was Scannbares. Ein großer, durchnässter Pilz mit einer perlenartigen Oberflächenstruktur, die hauptsächlich blaues Licht reflektiert. Bestimmte Insekten scheinen davon angezogen zu werden, aber das Wasser im Innern enthält Spuren von Giftstoffen. Lieber nicht essen. Hatte ich nicht vor, aber gut zu wissen. Was ist das hier? Upgrade. 20 irgendwas. Bestimmte Objekte aufsammeln, tragen oder werfen. Durch professionelles Löten kannst du die Finger deines Handschuhs reparieren. Okay. Für hydraulische Schienen noch schneller rennen. Okay. So, dann wollen wir uns mal umgucken hier. Da geht's lang. This looks interesting. Oh, warte mal. Check the data for me, please. What's up with your attention span? Aren't you gonna clean up some gunk? Compact. Looks like it could burst any minute. Ooh, that sounds like fun. Let's plant it. In diesem leuchtenden Fruchtkörper ist ein Haufen kinetischer Energie gespeichert. Ein kleiner Energiefunken könnte die Spannung auslösen. Sobald eine Knolle entfernt ist, sollte der Stamm sofort eine neue produzieren. Bullocks! I can't rip it off. It roots deep underground. You need a proper fix for the glove. Ah. If you find some metal ore for the soldering alloy, you could repair it once and for all. If we're gonna stick around here for a while, I'm really going to need it. Okay, sammle. This glowing stuff sure looks interesting. I wonder. What are you up to? Since this is not worth harvesting, I might as well throw that seed thing in there and see what happens. Ah, okay. Dieses Samending da reinwerfen, aber erstmal müssen wir hier weiterkommen. So, Spring ist drin. Hat sich das hier unten auch verändert? Warte mal. Oh ja. Oh, was ist das? Oh, aua. Okay, das hatten wir. Oh, hier ist eine Höhle. Not quite sure what I'm looking for. Is this what I need? Could be useful. Just not for soldering your glove. Keep looking. Okay, das können wir aber einsammeln. Organisch. Lights on, Pumpkin. Was ist das? Oh, hätte ich es mal scannen sollen? Warte mal, kann ich das noch? What about this? Anything we can use? Alright, there's platinum in there. That should give a solid solder. Go get some more. Okay, Platin. Mehr davon. Und das hier? Salzamboss, Titanchrom, Vanadium. Ist Metall, können wir mitnehmen. 7 von 20 haben wir. Was ist das hier? Haben wir. Okay. You're not taking unnecessary risks now, huh? I never take unnecessary risks. Oh yeah? What about that time on Beta Romulus? Ugh, that foreman didn't even listen. I warned her. That woman owes you half an arm. I could've
died in that shitty mine. But instead, I got you. And this lovely glove. Durch das Scannen kriegen wir auch Upgrades freigeschaltet. Ah, hier. Mehr aushalten, bevor du bewusstlos wirst. Verstärkt den Stoff deines Jumpsuits oder Suits mit robusteren Fasern. Okay. Also alles scannen. Was hier? Oh. Wir haben schon 17 Metall. Und ist hier das letzte Metall, ne? Okay, das geht nicht. Ah, okay, eine Leiter. Sehr gut. Und kann man das von der anderen Seite machen hier? Bestimmt, ne? Einer fehlt noch. Oh. Oh, da haben wir einen. Okay, Bex. I think I got what I need. Great. Head back. Und zum Glück ist hier eine Ranke gewesen. Da können wir also ganz schnell wieder zurück. Sweet, a shortcut. So, dann hätte ich jetzt gerne das Upgrade. Ah, here we go. Good as new, pumpkin. I'll be able to rip up that stubborn alien plant for sure. Ach, so hat's das gemeint. Stop chatting with your glove and just go pick the damn plant. Sie hat ja gesagt, in der Mine wäre sie fast draufgegangen, aber sie hat sie bekommen und ihren Handschuh. Oh. Okay, jetzt. All right, I guess I'll just throw this ball into that glowing stuff and see what happens, right? You got more of a green thumb than me. So, und das sollen wir hier reinballern. Son of a. Did you blow something up? Yeah, you could say that. I just grew myself a freaking staircase. A staircase? What? In the energy puddle? Huh, that's interesting. Tell you what, why don't you tell me about it back here? I'm all done, and I'm ready for some chow. In a few minutes, okay? Did you ever get tired? Sehr gut. Oh, warte mal, das ist wieder was Glühendes. Moment. Ich habe ja gelernt. Oh, ich kann nicht springen. Kann ich? Wow. Okay. Ah, das geht nicht kaputt. Okay, gut. Muss man ja wissen, sowas. Whoa! This one grew even bigger! Yeah, there's definitely energy potential in this stuff. Right now, I just wish it was edible. Hey, why don't you just grab a gruel snack to hold you over? There's even some sorghum growing in the hydro. Set up your radio as a repeater for the ship's scanner. So I'm like a walking energy detector now? Your gear should pick up the energy signal if you happen to get within range while you're out there. Erforsche den Kamm. So, wo sind wir hier? Oh. I knew there was something here. Es gibt Secrets. Faserige Wurzeln. Äußere Schale dieser Pflanze erinnert an Rinnen und kann in langen, robusten Fasern abgezogen werden. Okay. Oh. Okay. Super. Haben wir auch.
Was ist hier? Ach, hier kommen wir zum Schiff wieder. Nee, da will ich ja jetzt gerade nicht hin. Ja, können wir hier wieder zurücklaufen? Ja, ne? Sauber machen. Da ist so ein Klecks. Kann man da hoch? Ja, da kann man. Warte. Ah. Jawohl. Ach, guck mal, jetzt sind da Pilze gewachsen. Kann ich so hoch? Muss ich hier hoch? Oh Gott, hier gibt es so viele Verzweigungen. Oh, wieder ein Secret. Oh, this place looks promising. Seems like there's some stuff we could use here. Collect as much as you can. Okay, ein Secret. Also schön die Augen offen halten. Das Schöne ist, dass bestimmte Sachen markiert sind hier. Man sieht es halt von Weitem. What a view. Oh ja. Abend war das. Du hier. Bad. Maybe you should head back. I don't want to lose contact. This vegetation doesn't look right. It's like the gunk is sucking the life out of it. Let me do something about it. I'll head back soon. Promise. Okay, ist wieder Reihung angesagt hier. Gunk wants to cause harm, like it's, you know, sentient or something. Sentient, that icky stuff. Jeez, I hope not. Ja, es ist sehr entschleunigt, habe ich das Gefühl. Also keine Ahnung, wie es dann später wird, aber bis jetzt ist es sehr anregend. Müsste bloß mal wieder langsam zum Upgraden oder so kommen. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn hier? 15 Metall erreicht es. Also, ja, müsste ich erst upgraden. Und hier brauchen wir nochmal 10. Naja, sammeln wir noch ein bisschen. Oh. Hey, Fox, genau. Genau. Wo bin ich denn jetzt? You're breaking up. What's going on? This might take me a while after all. Give me a break! You'd understand if you're seeing what I'm seeing. The gunk's eating everything here. Come see for yourself. Leave my post on an empty stomach. Don't think so. But you're right. The gunk is a bloody nuisance. The less there is, the more chance of energy gain. Schön eins sauber machen. Ich glaube, das ist nicht gut, so wie es aussieht, oder? Kann man was abziehen hier? Ich probiere es mal. Warte mal. So. Boah, ganz dicht. Siehst du, dass der Schmackofatz da von da oben auch weg. Huch. Ich habe mich gerade erschrocken. Was ist ja wieder bis so eine Zunge hier oder so ein Riesenkäfer oder was auch immer das ist.
Glucose. Upgrade freigeschaltet. Energie-Siphon. Okay. Was macht der? Absorbiere Gunk, um für kurze Zeit schneller rennen zu können. Dieser Energieumwandler an deinem Powerhandschuh leitet Energie aus absorbierten Gunk in deinen hydraulischen Schienen um. Okay. Also wir müssen echt hier viel mehr scannen. Boah, schön alles wegräumen. War aber noch nicht alles. Da drüben können wir rüber. So, weg mit dem Dreck. Oh, vorsichtig. Ja, es ist vor allem, es wird eine schöne Geschichte erzählt. Das ist nicht so aufdringlich. Oh, da ist wieder so ein grünes Feld hier. Ach, guck mal, da drüben ist so ein Pluppel wieder. Und du hast kleine Puzzle-Einlagen, natürlich ein bisschen Jump'n'Run, logischerweise, ne? Oh, ja. Danke. Und dich brauchen wir wieder. Been a while since I nailed a shot. But maybe I still got it. Okay, super. Da drüben geht's rüber oder auch nicht? Oder? Ich nehme mal was mit hier. Wächst wieder nach. Die Musik ist auch nicht so aufdringlich. Na, okay. Ich wollte eigentlich erst zielen, bevor ich schieße. Aber nur gut. So. Können wir nochmal drüber? Ja, so. Ja. Na toll. Okay, eine Etage höher geht auch. Some of these plants might make a nice stew. Want me to bring some back for you? I cannot be bribed with alien gumbo ingredients. Find a pack of beer or a tin of coffee beans, and we'll have to talk. All right, I'll keep an eye out, but don't get your hopes up. Das sieht doch schön aus, ja? Sehr fantasievoll gemacht. Zumindest auch glaubwürdig. Oh. Oh, nicht so weit. Ah, okay, mit B kann man sie fallen lassen. Sehr gut. Was ist das hier? Juwelenapfel, ein großer, kugelrunder Kristall, der einige Rohstoffe zum Herstellen. Okay, ja, herstellen ist immer gut. Metall, sauber. Was? What was that? Oh, hier gibt's Tiere. Hier nicht was scannen gerade eben? Da! Muschelartige Pilze. Okay, nicht nützlich. Here's the river again. Okay. Ich weiß, dass es gibt. Ich spiele es ja im Game Pass. Es ist ja auch Microsoft exklusiv. Ja. Mach das, Flo. Schönen Grüße an Lilly. Oh Gott. So, verkackt. Ich komme nicht mal ran. Mist. Nein. There.
You must be the one with the sweet singing voice. Gazelle, Papagei und guys, on the other hand, are nasty. All right, bring it on. Okay, ich. Man kriegt sie angesaugt. Okay, super. Oh nee, da kommen ja noch mehr. Zwei fliegen mit einer Klappe. Sehr gut. Ja, hat er. Ausploppt alles hier. So. Oh, da ist wieder so ein Ding hier. There's more life here than we thought, Bex. I've encountered animals. What? Really? Did they have teeth and claws? Some of them did, yeah. If you get hurt, I will kill you. Okay. Da ist so ein Ding hier. Ja, ich habe die ganze Zeit so eine Knolle mit. Warte, ich geh mal hier drüben gucken. Ja. Namen von ihm. Oh, eine Knolle. Das ist ein Plattformer, storybasierter Plattformer. So, warte mal. Weil wir nicht springen können. So. So, da ist es. Na toll. Huh, aua. Ah, okay. Aber hier drüben habe ich noch was gesehen. Warte mal. Wie vorhin machen wir das jetzt auch. Diesmal, ja, okay, diesmal passt das. This planet is literally a paradise when the gunk's gone. Lush and colorful and amazing. I could just roll around and rub my face in it all. I wouldn't advise that. Hard to track energy signals when you're having an allergy attack. Oh, treasure for little old me? Yes, please. Sehr gut. Und da oben haben wir auch noch was. Halt. Komm, danke. So, da drüben ging es auch noch mal weiter. Ah. Loot. Loot für den Fox. I'll take these. Thank you very much. Das ist ein kleines Secret. Nicht zwingend notwendig, aber erforscht. So, dann gehen wir mal hier oben hoch. Wo dieses komische Papageien-Antilopen-V. Gedöns war.
Kann man das scannen hier überhaupt? Ne. Pilzschoten. Momentum-Oszillator. Was ist das? Gang schneller absorbieren. Ein Upgrade der Kinetik. Ich brauche eine Upgrade-Station. Ach, guck mal, da oben ist wieder so ein... Und hier auch. Hey, Ronnie. I had Kurt get a water sample from the river. It's thick with gunk. I hear ya. The stream doesn't look too inviting out here either. What if the camp gets flooded? Bunny would not approve of that. Oh, warte mal, hier war was. Es gab dieses typische Geräusch. Oder waren es die Pflanzen eben? This place sure is something else. Was ist da unten? Aua. Ah. Ich habe ein bisschen den Faden verloren gerade hier. Ach, jetzt sind wir einmal drumherum. Okay, okay, okay. Sehr gut. Haben wir hier noch irgendwas Hübsches? Nee, ne? Ach du Kacke. Wenn du verletzt bist, solltest du die verschmutzte Gegend verlassen, um Lebenspunkte wiederherzustellen. Was ist das hier? Oh, okay. Warte mal. Dann müssen wir das hier unten wahrscheinlich bereinigen und dann können wir hier oben was gucken. Secret? Oh Gott. Platz machen. Aua, 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 aua. Oh, hab ich mich erschrocken bei dem. Okay. Au, au, au. Vorsichtig. Jawohl. Also es ist doch ein bisschen... Ich dachte, es ist komplett gewaltfrei. Ist es aber nicht. So, jetzt können wir hier rüber. Cool. Nee, das... oh, hier. Wow. Ich muss ja höllisch aufpassen. Ach, das ist da. Okay. Wo geht's denn jetzt hier hin? Ach, hör auf. Joink. Joink. Okay, sehr schön. Mich, da können wir ja nachher upgraden ohne Ende, wa? Aber eigentlich könnten wir fast alles schon upgraden. Die Frage ist,
Aber mal gucken. Vielleicht ist es auch Sinn und Zweck des Spiels gerade. Erkunde alles, damit du viele Upgrades bekommst und dann bist du Herr der Lage. Oder Herrin am besten. I'm gonna get a proper meal soon. I'm gonna freak out. Any plans of heading back? I'm following an animal and it's the most beautiful creature I've ever seen. Just gonna track it a little bit further. If I had a credit for every time I hear what you say, I'm just gonna... Wobei das hier mir besser gefällt. Es ist so abgespaced, weißt du? Wow. Sauber. Und das hat ein bisschen mehr von einer Geschichte, die erzählt wird. Ja? Ich meine, dieser ganze Rahmen drumherum scheint zwar auf den ersten Blick jetzt eher unwichtig für das Spiel zu sein, aber er vermittelt uns die Motivation. Ah, siehst du, genau. Also die Motivation fürs Spiel, warum ist das so? Sag mal, warum ist das so? Ja? Warum ist das so, dass ich hier immer hinfalle? Vielleicht muss ich hier ein bisschen... Ah, okay. Also, warum sind wir hier? Warum machen wir das alles? Wie sind wir dazu gekommen? Sicherlich fehlt natürlich der ganze Hintergrund, also von dem Universum, wo wir uns hier bewegen. Hatten wir die schon? Ja. Den schon? Ja. Und das macht es halt dann wieder weitaus angenehmer. Kommen wir da wieder zurückgesprungen? Ich glaube nicht, ne? Ich probiere es trotzdem. Okay, ich glaube doch. Ach, guck mal. Da ist der Antilopenpapagei V. There you are. Ja. Kann ich den scannen? Natürlich nicht. Oh, hier ist wieder Suppe. Und es hat auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, dieses Aufräumen hier von diesem Gang, das hat auch so ein bisschen was Befriedigendes. Ja, also, wenn du schon nichts für die Umwelt tun kannst, dann entferne wenigstens Gang. Irgendwie so in dem Dreh. Ah ja, okay. Ist hier noch irgendwo was? Ah, da drüben, ich sehe es. Weil dieses Gang, das sieht halt so bedrohlich aus, ne? Man sieht ja, was passiert, wenn man es entfernt. Hier drüben noch was? Oh Gott, hier ist eine ganze Menge. Good thing I'm not claustrophobic. Okay, warte. Wo ist der Tropfen? Da kommt der Tropfen. Oh Gott, jetzt da drüben hin. Tropfen. Das ist so, weiß ich nicht, wie abziehbarer Schaum. Ja? So. Jawohl. Maybe the gunk isn't exactly alive, but it seems like it's drawn to living things. Like it's completely off balance. My best theory yet. The gunk is a waste product from some kind of ecosystem-related process. Like who? You're eloquent as always, but might not be a bad metaphor.
Okay, was haben wir hier? Ach so. Ja, stimmt ja. Wir haben ja da unten noch was. Cover. Haben wir da hinten auch noch was? Aber ich kann ja einfach schon mal einen runterschmeißen. Runterschmeißen. Da ist er ja. Was ist denn das? Danke für die Grüße. You're fast, but I wish you wouldn't run from me. I just want to look at you. Komm hier irgendwo lang? Nee. Also ich hol mal nochmal so eine Cola. Oh Gott, da oben geht's auch noch lang. Und da oben geht's auch noch lang. Was ist hier? Ich würde gern mal einen Upgrade machen. Can you believe we got here before anyone else? It doesn't look like much from space. If it wasn't for your pig-headed nature, we'd have skipped right past it. Good thing, too. The big corpse would trawl every last bit of life out of this place. Yeah, our connections aren't really the sort that would spend good credits on plants. But if we find the motherload of that energy, we can thank the stars we came first. So, was ist das da? Oh, da habe ich was übersehen. Da auch. Aber es ist echt verwinkelt hier, ja? Hier kommst du überall zu nirgends hin. Wo sind wir jetzt hier? Ach, jetzt sind wir hier. Ah, okay. So. Nochmal hier hoch. So, hier ging es runter. Was ging da runter? Oh, auch guck mal. Gar nicht gesehen. Toll. Toll. Wo geht's da hin? Achso, das war die Stelle, die wir hier unten entlang... Ah, okay. Da oben müssen wir irgendwie hin. Ja, warte mal. Kommen wir hier hinten rum. Ah, deswegen... Mensch, ist das verwinkelt hier. Jetzt können wir hier rüber. Hüpf. Und jetzt können wir... Warte mal, jetzt können wir hier... Jawohl. Jetzt können wir hier rüber und hier rüber. I knew there was something here. Und da drüben ist noch mal was. Mann, das klappert hier. Ja, erinnert schon, aber ich finde das um Längen besser. So. Ja. Sind wir einmal durch hier. Ey, guck mal hier. Auf dem Pilz hinter, das war Spuren. Hier drüben ist das Vieh weggerannt, ne? Ist da hinten noch? Nein. Doch. Nee. Warum kann man da rüberspringen? Da.
Aber wird seine Gründe haben. Oh. No, 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 no. What, son? You're brick. Bex? Bex? Ja, löscht Kellerdurst. Damn it. Okay, rette das Tier. Rette das Tier. Ich kenne bloß ein Tier. Bei der Muppet Show. Hey, leave it alone, you little turds. Genau. Gewaltfrei, sag ich dazu. Da ist ja noch einer. So. Mit O. Und. Jawohl, ja. Ronnie, I lost your signal. Everything okay? Ja, klar. Yeah, sure. It's just... I think the animal might be hurt. I want to check on it. Why this obsession with animal care? Just feels like we should be focusing on more practical matters. It's not like we haven't got zoos back home. Wie, mal so ein Eindruck, ne? Dieser Dialog zwischen den beiden, der wirkt nicht zwingend, als wäre das hier im Weltraum. Der wirkt wie ein Allerwelts-Dialog zwischen zwei Personen, die vielleicht zusammenleben, wie auch immer, ne? Einer ist praktisch orientiert, der andere halt jagt irgendwelchen Dingen hinterher, ne? Der eine bleibt ihm halt da und dann, was machst du denn da? Und das ist ja gar nicht zu glauben, was du da erzählst. Ne? Und sie erlebt fantastische Dinge. Also es könnten halt so Allerweltssachen sein. Hier ist ein Schwert, da können wir den gut. Nee, können wir nicht. Ui. So, wie viel Loot habe ich? Guck mal hier, ich habe über 60 Loot fast von allen Sachen. Sehr schön. Da können wir ja eine richtige Upgrade-Orgie machen. Was ist das hier? Geweih? Hallo? Es ist so schön, ja. Wenn man wieder bedenkt, dass es ein Indie-Game ist. Hut ab vor der Qualität. Da könnte ich durchkrabbeln. Hier draußen geht's lang. Oh, warte mal, da ist was zum Looten. Loot-Spiele sind sowieso mit die besten. Joink! Joink! Grapsch! Und ducken. Dazu diese schöne malerische. Sehr ambiente Musik, ja. Namen Juggernaut. Also nicht gesehen. Beziehungsweise gelesen. Gesehen ist relativ. Pilzdschungel. Komme ich auch wieder irgendwie nach Hause? Nee, ne? Ja, das war halt aber zu abgespaced. Das war so schnelllebig. Journey of the Savage Planet. Es war ganz nett, aber es war so skurril. Oh, look at you. Oh, you're okay. Oh. You're saying hello, aren't you? Hi there. All right, off you go. Oh. What the hell is that? Whoa. Oh. That thing is massive. Hey, Pax, looks like we're not the first intelligent life on this rock after all. I mean,
There are structures all over this area. What? Yeah, there were definitely people living here. I hope you're sure about the past tense. I'm not up for alien encounters. Sure looks deserted. I'll send you some scans. Okay. Neuer Ort, Tor zu den Ruinen. Das kommt jetzt unerwartet. Können wir hier was scannen? Nö. Aber Gang. Sehr gut. Vielleicht ist der Gang was von der untergegangenen Zivilisation, was die Zivilisation kaputt gemacht hat. Na? Ist ja auch die Theorie von der Frau Captain hier. Es geht nach links und geht nach rechts. Das ist ein Bauwerk. So, jetzt sind wir wieder. Warte mal, ich gehe erstmal nach hinten, die andere Ecke. Oh, warte mal. Secret. Was ist das? Ah, hat er schon. Ist aber auch in Ecken verstecktes Zeug, ne? Das findest du nicht so ad hoc. Oh, look at these inscriptions. Hey, Bex, how are your skills in ancient alien alphabets, huh? Bit rusty, to be honest. But send a scan my way and I'll have the computer work on it. Okay, da drüben können wir rüberspringen. Warte mal, ich mach mal einen Scan hier. This translation's gonna take a while. Any clues on how to crack this gate open? Seems like the control mechanism is triggered by some sort of energy pulse. I've got a wonky thermal accelerator on my workbench. 15 von den Dingern da irgendwo. And I think I should be able to modify the glove. Okay, I'm heading back to camp. Finally. You should find a good spot for putting down a signal beacon. Maybe over by the statue. It'll make it easier for you when you want to return there later. Ah, okay. Die Signalbarke, um zum Lager zurückzukehren. Endlich. Ich habe mich schon gefragt, wann wir unseren ganzen Loot benutzen können auch. Oh, was ist das für eine Pflanze? Keine. Now, what's this fellow's deal? What were you up to? Holy crap, this thing is old. A couple centuries at least. Dang. Genau wie der Rest der Ruinen hier. Okay. Ich dachte, wir sind hier auf einem verlassenen Planeten. Metallurgy here is advanced. A lot of care went into erecting this thing. Yeah, it sure is imposing. Oh, warte mal, ich sollte hier nur nicht. Someone important, right? People rarely build statues over those who didn't make some huge difference. Could be a savior or a dictator, hard to guess. Okay, jetzt kann ich hier verwenden. Oh Gott. Ich glaube, das Spiel geht ein bisschen länger noch. Guck mal, was wir schon gereist sind hier. Okay, wir machen erstmal ein Upgrade. Oh, I'm really hungry. Oh, you want to know how I've been? Well, Kurt got his joints clogged with mud. Blew a fuse when I tried to clean them. I've killed about a million of those nasty bugs. Not to mention the moist and the corrosion. Great day. I'm sorry I kept you waiting.
but you know what I'm like when I get excited. Hat die einen Gameboy vorne am Bauch? Die hat einen Gameboy am Bauch. That was so good. Oh, yeah. My taste buds are still in heaven. Well done, Kurt. You got served. Tomorrow I gotta find a way to change his speech code. He needs to learn to say something else. Well, I'm going back out as soon as the sun's up. That animal I saw, I can't even describe it. It was so beautiful. And we've discovered traces of an old civilization. Who were they? And can it tell us something about the energy signal? That's what I want to know. Yup. Hey, you should come with me for once. Let's adventure together. In these shoes? Nah. Clocks. Maybe we'll get famous. I can picture the headlines. Scavengers discover unknown alien world. Make a fortune. Scrappers try to escape debts, die in agony on shitty space rock. Everything's gonna be fine. I can feel it in my guts. Wish my guts were more like yours. Planning on sitting out here all night or what? Just a bit longer. Suit yourself. I'm hitting the bunk. Lights out, Kurt. You got served. Einlebungsphase, Kapitel 3. Eine außerirdische Zivilisation. Finde Upgrades für den Handschuh. Ja. Ja,